Und wir schauen nach Afrika. Dort ist nicht Wasser, nicht Regen das Problem. Im Gegenteil, die Dürre ist das Problem. In Ostafrika herrscht die schlimmste Dürre seit 60 Jahren. Besonders betroffen sind die Länder Äthiopien, Kenia und Somalia. In Somalia ist es deswegen besonders schlimm, weil da auch noch der Bürgerkrieg jegliche Hilfe verhindert. Dort sind 1,5 Millionen Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht. Viele von ihnen schaffen es bis in die Hauptstadt Mogadischu. Allerdings viele Hilfe von außen gibt es in dem Land nicht, denn ausländische Helfer meiden das Land, weil es eben wegen des Bürgerkriegs so gefährlich ist. Und auch Journalisten kommen kaum dorthin. Unser Reporter Werner Zeppenfeld, der hat es allerdings bis in die Hauptstadt Mogadischu geschafft. In der gefährlichsten Stadt der Welt gehen auf Schritt und Tritt ein paar Bewaffnete vorneweg. Auch wenn man als Korrespondent nur auf eines der zahlreichen Trümmerdächer will. Das hier befindet sich am Flughafen von Mogadischu. Dieser Ort ist einer, der sich ins deutsche Gedächtnis geradezu eingebrannt hat. Dort hinten hat vor gut drei Jahrzehnten die entführte Lufthansa-Maschine Landshut gestanden, in der flirrenden Hitze von Mogadischu. Heute beherrschen Elendszelte die Szenerie hier vor dem Flughafen. Somalias Hauptstadt ist letzter Fluchtpunkt für Tausende von Hungerflüchtlingen. Nach 20 Jahren Bürgerkrieg und Anarchie ist auch noch eine biblische Dürre über das Land hereingebrochen. Hier in der Hauptstadt erhoffen sich die Menschen Essen und Obdach. Viele Kinder kommen sterbenskrank hier an. Der 5-jährige Mohammed habe einen schrecklichen Brechdurchfall, sagt Vater Isaac. So viele andere litten unter Masern und Infekten und sie schliefen bis jetzt auf der Erde, ohne ein Dach über dem Kopf. Dalfura sagt, die islamistische Schreckensherrschaft in Zentralsomalia sei genauso schlimm wie der Hunger. Vor beiden zusammen sei sie geflohen. Die Hauptstadt ist inzwischen weitgehend in der Hand von Truppen der Regierung und der Afrikanischen Union. Jenseits der Kriegsruinen aber beherrschen Al-Qaida-nahe Glaubenskrieger immer noch weite Teile Somalias. Der knappe Nachschub kommt über den Hafen. Allen Piraten und Islamisten zum Trotz. Wir haben den Hafen hier so weit gesichert, dass die Extremisten nicht mehr herankommen und die Lieferungen unterbrechen können. Nur der Nachschub muss vervielfacht werden, rasch. Die Hungersnot wächst mit jedem Tag.